Willkommen zurück zu Cave Story. Ich habe das gerade schon mal versucht und bin zu dem Entschluss gekommen, die beste Variante ist die mit dem Schwert, weil das Schwert ist ziemlich mächtig. Ja! Allerdings muss man damit natürlich auch umgehen können. Genau, leider bin ich dann ein Stück weiter oben getötet worden von einem Gegner. Und dann dachte ich mir, das waren so drei Minuten sinnlos. Das kann ich euch ersparen. Ja, so viel dazu. Ungefähr so war das, nur noch ein kleines Stück weiter oben. Aber diesen Teil, den dürft ihr gerne sehen. Einfach um zu sehen, hier die Bälle, die sind tödlich auf Anhieb. Die töten, sobald ich nur einmal davon getroffen werde. Was wahrscheinlich auch zum Teil daran liegt, dass ich gerade nur 4 Lebenspunkte habe. Für alle Fälle würde ich jetzt gerne mal speichern, damit ich dann das Schwert zumindest wieder auf Level 2 bringen kann. Ja, also hier hochspringen und... Na, das funktioniert. Bloß komme ich jetzt nicht an die Rakete dran, das ist ein bisschen ärgerlich. Weil ich habe nur noch eine im Petto. Aber wichtiger als die Raketen zu kriegen, ist, glaube ich, die, klar, erstmal überleben. Ah. Oh ja, Heilung. Heilung ist super. Wichtiger als Raketen, genau, ist Heilung. Und, einer von den beiden Linken da, die sind hochgehüpft und haben mich gerade getötet. Und das würde ich jetzt verhindern, indem ich den Bubbler lade und die, so viel dazu. Und die Teile wollte ich als... die Bubbles, die Blasen wollte ich gerade als Schild benutzen. Das hat ja super geklappt. Immerhin habe ich das hier. Aus aktuellem Anlass möchte ich hier speichern. Nur für alle Fälle, weil ich habe jetzt die Lebenskapsel oben. Ich habe keinen Bock, das alles hier nochmal zu machen mit den Gegnern. Und ich glaube, ohne Gegner geht es sogar einigermaßen schnell. Kann ich einfach durchhüpfen. Oh, und ich habe das Gefühl, die Steuerung habe ich so langsam ein bisschen raus. Was? Na, die machen keinen Schaden. Gut. Ja, das war knapp. Okay. Okay, okay, okay. Was? Hier hin. Und dann... Ah, da bin ich ja... Uah, nein! Komm ich da hin? Ne, das klappt nicht. Da muss ich nochmal kurz warten. Hier, da. Na, jetzt aber. Jetzt den da oben holen. Ach, nö. Wo hier eine Plattform? Da. Ach, Mist, nein. Nein. Ach, immerhin nicht ganz runter. Oh, Mann. Das ist ja ätzend. Ich hätte doch die Maschinenpistole leveln sollen. Das wäre so viel einfacher damit. Und gerade wollte ich noch sagen, so langsam habe ich hier die Steuerung raus. Und mir wurde gesagt, ich soll öfter mal einen Blick auf die Karte werfen. Das mache ich jetzt hier gleich. Und zwar hier. Ob es hier nicht irgendwo versteckte Gänge gibt. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Kriege ich dich? Ja, und jetzt will ich dich. Ach, die bewegen sich so schnell weg. So, jetzt, komm, jetzt klappt's. Das wäre doch gelacht. Und jetzt dahin, sehr schön. Gibt's hier oben noch irgendwas? Nein. Ja, eine Tür öffnen. Hui, das wäre geschafft. Und es waren jetzt gerade mal 5 Minuten. Geht ja noch. Kann ich da rein? Nein. Haha, tschüss, ihr Blöcke. Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, hier durchzufallen, ohne einen Block zu treffen. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz speichern. Wer weiß, was da hinter der Tür lauert. Ist das ein Gegner? Ja, ist das ein Gegner? Bist du ein Gegner? Ja, du bist ein Gegner. Oh, mit Heilung. Sehr schön. Ich könnte jetzt speichern, aber dann ist er wieder da. Und dann finde ich wahrscheinlich nochmal ein Herz. Dann gehe ich wieder speichern, dann ist er wieder da. Und dann gehe ich nochmal speichern. Und dann finde ich noch ein Herz und dann ist er nochmal da. Nee, das muss es nicht sein. Das sieht ja nicht so gefährlich aus hier. Cool. Uah. Das
Schwert auf Level 2 sieht ein bisschen mächtiger aus. Und die Musik ist cool. Ah, ich will das Schwert auf Level 3. Vielleicht brauche ich es gar nicht auf Level 3, aber ich will neue Waffen einfach immer hochleveln, um zu... Nein, den da wollte ich. Einfach um zu wissen, was sie können. Hey! Der Fies da. Aber jetzt dann eben wieder den hier, Feuerball. Ich finde den Feuerball nämlich ziemlich gut. Bevor ich da reingehe, werde ich mich dir entledigen. Oh, die Schüsse geben Erfahrung, wenn man die abfließt. Finde ich ja gut. Nee, lass mal. Ich will da rein. Du bist ja danach eh wieder da. Kann man da irgendwie runter? Nein. Also, sicher. Uah. Was? Was? Nein. Erfahrung. Lecker. Nee, ich wollte mit dem reden. Du bist so hungrig nach Mimiga-Fleisch. Ich rieche ein bisschen nach Mimiga. Ja, aber mich darfst du nicht essen. Okay, seid ihr alle friedlich hier? Sieht so aus, ja. Eine Hexe lebte vor langer Zeit auf dieser Insel und sie hat dieses Labyrinth konstruiert, um die Gaudis, die hier heißen wohl Gaudis, eingesperrt zu halten. Ach nee, ich kann ja gar nicht fliegen. Hast du jemals die Außenseite dieser Insel gesehen? Die Insel schwebt hoch im Himmel. Aber das Geheimnis, wie sie schwebt, liegt hier in diesem Labyrinth. Okay. Dann möchte ich bitte einmal speichern. Dann möchte ich bitte da. Nein, ich will da hoch zum Teleporter. Hey du, das ist der Labyrinth-Shop. Aber wir wurden vor einer Weile ausgeraubt und deswegen haben wir gerade nichts zu verkaufen. Entschuldigung. Guck mal, wie wär's denn damit? Turbocharge. Ein Turbolader. Kann ich umsonst haben. Und ja, ich habe eh kein Geld dabei. Vielen Dank. Es gibt einen Ausgang aus diesem Labyrinth. Aber der Weg dahin ist blockiert durch einen großen Stein. Und den Stein zu bewegen wäre nur der Anfang meiner Versuche. Trial. Ja, whatever. Damit füllt die. Oh ja. Die Maschinenpistole füllt deutlich schneller die Munition auf. Das ist ja cool. Ich muss sie doch noch auf Level 3 hochkriegen, weil ich glaube, jetzt ist sie richtig mächtig. Hier geht das jetzt auch mit den ganzen Gegnern. Munition, ja. Brauche ich. Flieg einfach mal rein. Ich habe jetzt genug Munition für Dauerfeuer eigentlich. Aber hier will ich den Feuerball. So viel dazu. Kann ich hier irgendwo heilen? Hier. Und da. Und, erst den Großen. Der Große ist wertvoller. Falls in der Zeit der andere verschwindet, ist es nicht so schlimm. Als andersrum. Nicht darüber? Nein. Was tue ich hier? Ich Level 3? Nein. Schießen. Juhu, Level up. Level 3. Cool. Dann braucht der Raketenwerfer noch ein bisschen Erfahrung. Da geht's auch rein. Aber ich will die Erfahrung. Ach, egal. Ich gehe jetzt da rein. Oh, der Bubbler braucht auch Erfahrung. Das Schwert auch. Ist das nicht die Curly von vorhin? Da oben ist eine Kiste. Wie komme ich da hin? Scheint kein Weg zu sein. Weil den sieht man wohl auf der Karte. Ich habe es aber nachgeguckt. In dem dunklen Raum in der Sandzone. Mit dem Hund und dem Sandmonster. Da konnte man auf der Karte die Gänge sehen, obwohl sie im direkten Spiel nicht sichtbar waren. Ich bin ein Arzt. Lass mich deine Lebensenergie auffüllen. Boah, super. Danke. Oh, das kostet sogar nichts. Yay!
Aber im Gegenzug gibt's was, was er mich fragen möchte. Einen kleinen Gefallen, den er gerne hätte. Es gibt eine alte Klinik in der Nähe. Ich soll hingehen und schauen, ob es dort nicht Medizin gibt. Dort. Ich bin eine Krankenschwester. Ich habe früher in der alten Klinik gearbeitet, aber sie wurde von Geistern eingenommen und ich bin hierher geflohen. Oh, hey. Hab dich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Siehst gut aus. Diese Hexe hatte ich heruntergeworfen, oder? Ja, mich auch. Also warst du nicht in der Lage, sie zu besiegen, nach allem. Und ich hatte sogar meine Hoffnung für dich, aber... ja, ich hab's auch versucht. Oh, ich hab's versucht. Und schau nur, wo es mich hingebracht hat. All das für nichts. Am Ende konnte ich kein einziges von diesen Kindern retten. Und so wie ich hier da liege, in meinem Zustand, werde ich so schnell hier nicht rauskommen. Tja, das klingt so, als könnte ich in der alten Klinik Medizin besorgen, um sie zu heilen, damit sie mich begleitet. Und Gegner besiegt. Was tue ich hier? Ich war schon besser. Das Schwert ist ja ziemlich mächtig. Die Schussfrequenz, ist nicht allzu hoch. Aber es macht, wenn es trifft, doch ziemlich gut Schaden. Hier hätte ich gerne ein Schild. Ja, das klappt hier super. Nein! Tut mir leid, aber die Maschinenpistole ist wichtiger. Einmal da hoch. Wabla. Maschinenpistole. Raketenwerfer. Nein, die da wollte ich. Die da wollte ich. Was gibt's denn da oben? Da ist doch eine Tür. Führt ihr vielleicht zu der Kiste? Tada! Tatsächlich, was gibt's hier? Eine Rüstungswaffenbarriere? Waffenbarriere. Wenn ich Schaden nehme. Ah, verliere ich nur halb so viel von der gelben Waffenenergie. Super. Das heißt, wenn ich jetzt getroffen werde, ist es nur halb so schlimm. Das gefällt mir. Kriege ich dich mit einem Feuerball von hier? Yep. Ich krieg dich mit einem Feuerball und dich hätte ich gerne mit einem... Ey! Schwert. Da komme ich auch gerade hoch. Ohne Maschinenpistole. Geister, ne? Ja, genau. Also doch ein Gegner. War ja irgendwie klar. Ich nehme mal den Feuerball. Feuerball ist cool. Und das ist mein Feuerball. Ich habe das Gefühl, das Schwert macht irgendwie mehr Schaden. Und ich habe... oh, ich habe 20 Raketen. Aber nur auf Level 2. Aber wow. Das macht trotzdem gut Schaden. Ich habe allerdings nur noch 13 Lebenspunkte gerade gehabt. So viel dazu. Vielleicht sollte ich meine Waffen auffüllen, bevor ich da reingehe. So, erstmal die Gegner hier ausschalten. Oh, wow, das lief gerade super. So, die Maschinenpistole braucht noch ein bisschen. Dann gebe ich dem Raketenwerfer Munition und Erfahrung. Den brauche ich nämlich gleich bei dem Boss. Den Babbler hätte ich gerne auch hoch. Gucken, ob ich das hier hinkriege. Nein. Nicht genug Munition für den Raketenwerfer. Ja. Mehr als genug. Okay, dann hole ich mir gerade nochmal das Teil von hier. Und dann würde ich gerne nochmal den Boss versuchen. Wobei, eigentlich sollte ich ja nochmal vorher speichern. Und vielleicht auch die Waffen wirklich komplett hochleveln. Für alle Fälle. So, wie war das? Feuerball, ne? Genau. Und dich mit dem Schwert. Wunderbar. Ich könnte mich auch nochmal heilen in der Klinik unten. Also nicht in der Klinik, sondern bei den...
Curly Brace. Ich fand meinen Günther ja dabei. Ich habe ja schon volle Energie. Gut, dann würde ich gerne nochmal speichern, damit ich da nicht wieder oben hin muss. Falls ich jetzt bei dem Boss wieder drauf gehe. Und dann auf zum zweiten Versuch. So, und ich hätte gerne den Bubbler und das Schwert. Auf 2 nur. Na, da oben kriege ich es bestimmt noch hoch auf 3. Jetzt lasse ich die einmal kurz schießen, dann kann ich direkt hoch. Und dann nehme ich mit Feuerball und muss ausweichen. Das Schwert, Level 3. Wow, was ist das denn? Ich bin komplett maximal geheilt. Dann hätte ich mal gerne das Schwert, um das hier zu testen. So, zweiter Versuch. Die Klinik. So, der Typ da, der Boss, wahrscheinlich ist es ein Geist, kommt immer. Wow! Das ist ja geil. Das macht ja dauerhaft Schaden. Kann ich dann die Waffe wechseln oder noch andersweitig drauf schießen? Das ist ja echt mächtig. Allerdings kann man es halt nicht so richtig spammen, habe ich das Gefühl. Wow! Level 2 kann ich halt spammen. Also einfach draufhalten, immer wieder. Und jetzt kriegst du noch ein paar Raketen ab und dann bist du Geschichte. So ist es. So. Passiert da noch irgendwas? Was ist das denn? Was ist das? Keine Ahnung. Gibt es hier noch irgendwas? Was Geheimes vielleicht? Vielleicht oben? Ein Geheimgang? In der Decke oder so? Oder in der Wand? Nein. Na gut. Dann wieder zurück. Oh, Moment. Bevor ich da jetzt genau den Fehler mache, einfach rüber zu laufen, sollte ich zuerst. Sag mal. Ja! Sollte ich zuerst die Gegner hier aus dem Weg räumen. Nein! Was tue ich hier? Heilen und Erfahrung. Und Munition. Sehr schön. Das Schwert braucht noch ein bisschen. Ich glaube, außer dem Schwert sind alle maximal. Genau. Munition kann ich gerade noch auffüllen. Nehme ich die Waffe aus, wähle einfach. Und dann. Hier. Ich habe den Cure All. Also eine Tablette, die wohl alles heilt. Kannst du jetzt. Doch, ich habe einen Geist gesehen. Kannst du jetzt mitkommen? Bist du jetzt gesund? Das ist das legendäre Labyrinth. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat, aber offensichtlich ist es die Müllhalde der Insel. Und es gibt nur einen Weg nach draußen. Ich muss ich muss am großen Stein in der Boulderkammer vorbei. Ich würde mitkommen, aber in ihrem aktuellen Zustand würde ich dich nur behindern. Gut. Dann, geht's in der nächsten Folge weiter mit dem Ausbruchsversuch. Tschüss!